Die Weltwirtschaft dürfte den Höhepunkt des aktuellen Konjunkturaufschwungs hinter sich haben. Zu diesem Ergebnis kommt die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, in ihrem neuesten Konjunkturbericht. Nach der jüngsten Prognose wird die Weltwirtschaft in diesem und im kommenden Jahr je 3,7% zulegen, nach 3,6% im Vorjahr. Im Mai war die OECD noch von 3,8 und 3,9% ausgegangen. Die OECD-Chefvolkswirtin, was uns vorsichtig macht, einige Risiken verschärfen sich, andere machen sich in der Realität bemerkbar. Teilweise nagt der Handel an der globalen Expansion und sollten die Zölle ausgeweitet werden, könnte sich das aufschaukeln mit stärkeren realen Auswirkungen. Chinas Premierminister Li Keqiang will offenbar seiner Werbung für mehr Freihandel bald weitere Taten folgen lassen. So könnte der durchschnittliche Satz für Einfuhrzölle auf Waren der wichtigsten Handelspartner nach Medienberichten weiter gesenkt werden. Vor wenigen Tagen hatte US-Präsident Donald Trump in seinem bisher größten Schlag im Handelsstreit die Hälfte aller Warenimporte aus China mit Sonderzöllen belegt. Diagnose der Frankfurter Allgemeinen Zeitung: Chinas Kommunisten wollen gute Kapitalisten sein.